Herzlich willkommen bei Reinigen wie ein Profi. Ihr denkt euch bestimmt gerade nicht schon wieder Polsterreinigung. Ja, heute geht es wieder mal um die Polsterreinigung, aber ich wurde in den Kommentaren darum gebeten, einen Vergleich anzustellen zwischen einem Mittel, was Tenside enthält, in dem Fall das hier, womit ich bisher nur gearbeitet habe, und einem Mittel, was keine Tenside enthält, in dem Fall das hier. Ich komme mal damit ein bisschen näher. Also in diesem Video geht es darum, einen Teil des Polsters zu reinigen mit einem Mittel, was keine Tenside enthält. Dann habe ich mir natürlich, als ich darum gebeten wurde, direkt dieses Mittel hier gekauft. Ich zeige es euch mal ganz genau. Ich habe auch mit dem Händler gesprochen und er meinte, es wäre perfekt für eine Polsterreinigung. Ja, was kann ich euch über dieses Mittel sagen? Es ist auf Zitratbasis. Moment, wie halte ich es am besten so? Zitratbasis und Zitrate gehören zu den Gruppen der organischen Lösemittel. Die Dosierung ist hier relativ, ja, sagen wir mal, deppensicher dargestellt. Wir machen eine Sprühextraktion, in dem Fall das hier. Naja, die Spanne zwischen 200 und 1000 Milliliter auf 10 Liter Wasser ist schon relativ hoch. Ich sage mal so, man geht immer von der geringsten Dosierung aus. Man kann sich ja immer noch steigern. In dem Fall wären das jetzt, ich benutze 1 Liter Wasser, das heißt, naja, 20 Milliliter, Moment, so, 20 Milliliter auf 1 Liter Wasser. Ich habe es schon vordosiert in meinem Drucksprühgerät, da habe ich jetzt 20 Milliliter genommen und 1 Liter Wasser. Das habe ich schon eingefüllt. Aber bevor es losgeht, komme ich mal zu den wesentlichen Unterschieden zwischen einem tensidfreien Mittel und einem Mittel, was Tenside enthält. Das Problem bei Mitteln, die Tenside enthalten. Tenside, wie ihr wisst, sind Schmutzmagneten. Sie ziehen, also die Wiederanschmutzung ist relativ hoch, je nachdem natürlich, wie man das Ganze ausspült. Das nächste Problem bei Tensiden ist, es kann eine Reaktion zwischen anionischen Tensiden und den Calcium- und Magnesium-Ionen stattfinden. Das habe ich euch auch schon in ein paar Videos erzählt. Wiederum ist die Reinigungsleistung bei Mitteln, was Tenside enthält, relativ hoch. Wie die Reinigungsleistung jetzt bei dem Mittel ist, was keine Tenside enthält, weiß ich persönlich nicht. Habe ich noch nie mit tensidfreien Mitteln gearbeitet. Das Problem wiederum bei tensidfreien Mitteln, organischen Lösemitteln, ist, dass diese wiederum Lacke lösen können, Farbe lösen können, Klebereste lösen können. Das heißt, man muss schon aufpassen, wie man das Mittel benutzt und wo man das Mittel benutzt. Bei farbechten Polstermöbeln dürfte das kein Problem sein, aber jetzt bei gefärbten Polstermöbeln sieht es schon etwas anders aus. Ich rate da eher, an einer nicht sichtbaren Stelle das Mittel zu testen, ob sich die Farbe löst vom Polster. Wenn das dann halt nicht der Fall ist, dann kann man das seelenruhig benutzen. Aber immer bei der geringsten Dosierung anfangen, man kann sich später steigern. Wiederum der Vorteil ist, dass diese Farbflecken, also Farbkleckse, je nachdem Tinte, von den Polstermöbeln runterbekommen. Das heißt, die Polstermöbel an sich werden nicht angegriffen, da sie ja farbecht sind, aber die Farbkleckse, die draufkommen, die kommen dann ohne Probleme runter, wie zum Beispiel Tinte, je nachdem wie tief es sitzt und wie, mit welchem Druck ihr arbeitet. So, genug geredet. Diesen Teil, wie man sieht, habe ich schon fertig gereinigt. Das heißt, ich will das Video natürlich nicht in die Länge ziehen. Das heißt, wiederum das kommt weg. Und wir machen heute diesen Teil des Polsters. Ich werde jetzt auch nicht jeden einzelnen Schritt wieder erklären, weil ich das schon in zwei Videos gemacht habe. Ich fange einfach an und wir sehen uns, ja, ich werde wahrscheinlich das ein bisschen mit Musik untermalen und wir sehen uns dann am Ende das Ergebnis zusammen an. Und da das Mittel keine Tenside enthält, bezweifle ich auch, beziehungsweise gehe ich stark davon aus, dass es nicht schäumen wird. Das ist wiederum der Vorteil von halt Mitteln, die Tenside enthalten. Durch den Schaum verweilen sie länger an der Oberfläche, bis er halt etwas runtersickern. Das heißt, es sickert nicht zu tief und man kann das besser rausspülen. Also, dann lege ich mal los. Ja, wie vermutet, es schäumt null. Auch wenn ich hier so ein extra, sagen wir mal, Aufschäumer habe, schäumt da gar nichts.
So, ich bin fertig. Ich zeige euch mal den Drecktank, was ich aus diesem Teil rausbekommen habe. Wie immer nicht sehr appetitlich. Okay, machen wir so. Und das nur aus dem kleinen Polster. Ich bin beeindruckt. Ich bin echt beeindruckt, dass man also mit einem Mittel, wo man nur 20 Milliliter, wo ich nur 20 Milliliter reindosiert habe, so ein Ergebnis bekommen habe. Ein bisschen näher mit der Kamera. Also bei den Falten braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, denn sobald das Sofa trocken ist, zieht sich das wieder zusammen. Und hier zum Vergleich, diesen Teil habe ich mit dem Tensidmittel, also mit dem Carpet Shampoo gemacht. Hab zwar nicht wirklich erwartet, dass man mit 20 Milliliter so ein Ergebnis hinbekommt, aber ich muss sagen, top, top. Letztendlich liegt es an euch, welches Mittel ihr lieber benutzt. Wie gesagt, das eine hat Vorteile, das andere hat Vorteile, wiederum hat das eine Nachteile, so wie auch das andere Nachteile hat. Es liegt alles an euch. Ich werde dann ja ungefähr in einem Monat darüber berichten, wie die Wiederanschmutzung ist. Also ich werde sehr wohl sehen, dass welches Polsterteil schneller verschmutzt, welches nicht. Und dann werde ich noch darüber berichten. Jetzt stelle ich mir die Frage, was für ein Ergebnis ich hinkriegen würde, wenn ich nur mit Wasser arbeite. Ich mache mir mal Gedanken. Dann sage ich mal, macht's gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.